herzlich willkommen auf meinem Kanal Katjas Welt. Seht ihr die Sonne? Boah, herrlich, herrlich. Gestern, herrlich. Strandpromenade, full. Strand, full. Es war ja auch Sonntag. Die Leute haben einfach nur deren Tag genossen. Die Sonne hat geschienen. Und alle, da ist auch, wenn nicht die Sonne scheint, an der Promenade sonntags was los. Ja, aber gestern war der Hammer. Weil wenn es zu heiß ist, ist erst abends immer was los. Und wir waren gestern Mittag, ein bisschen Nachmittag. Leute, es war richtig voll. Auch die ganzen Orangen, die ganzen Plätze. Man musste schon in diesen Pavillons, wo eigentlich zur Stadt gehören, sitzen, weil alles überfüllt war. Und wenn ich mir das Wetter heute anschaue, Gläser aufgemacht, bisschen in der Sonne gesessen. Nicht mehr Bikini, oder? Aber es ist schon gut warm. Also so ein Spaghetti-Top hatte ich an. Leute, die Sonne, das tat so gut, muss ich sagen. Ehrlich. Und jetzt, ich habe heute früh einen Bericht gelesen mit der, also die Inflation ist nochmal, ich mache jetzt einfach weiter. Die Inflation ist hier in der Türkei leider nochmal gestiegen, was natürlich nicht so prickelnd ist für die Einheimischen und so. Ne? Ich meine, hier Antalya, Alanya, durch den Tourismus, okay, jetzt sind Winter. Also die Auswanderer bekommen da jetzt nicht so viel von mit. Aber das ist nach der Monatsrate, ja, also was die da so geschrieben haben. Ich, ja, also das ist der Höchststand seit 5 Monaten, wo ich sage, okay, komm, die haben den Mindestlohn erhöht, die haben jetzt auch mit den die Steuern gesenkt, für das, weil das Sonnenblumenöl extrem teuer geworden ist. Wir benutzen sowieso eigentlich keins, nur für die Fritteuse, für Tarek. Aber die versuchen immer dagegen zu steuern. Die geben denen, wo gar nicht klarkommen mit deren Geld, Einheimische, ne? Wir sind hier nicht in Deutschland, wo jeder Bürgergeld kriegt, sondern die Einheimischen, wo nachweisen können, hey, wir kommen damit nicht klar, die kriegen Unterstützung, die kriegen ein bisschen extra Geld. Finde ich schon mal Hut ab, dass die sich um die eigenen Leute kümmern und nicht wie andere Länder um andere Leute kümmern und die eigenen Leute meistens auf der Strecke bleiben. Ihr wisst ja auch, was letztes Jahr war im Februar, da haben die ja auch noch alle ein bisschen dran zu knabbern. Es wird ja alles aufgebaut. Die geben wirklich deren Bestes und. Aber da war ich schon heute Morgen ein bisschen schockiert, dass die Inflation nochmal angestiegen ist. Ja, jetzt aber was ganz anderes. Vollstreckungsbeschluss. Dachte ich, hä? So was habe ich mal in Deutschland gelesen, ja, wenn da irgendwas stand oder gehört von Freunden. Es wird eine Wohnung vollstreckt, aber hört jetzt genau zu. Oh, den Ort habe ich vergessen. Ich setze euch den Link unten mal rein, ja. Hier, Antalya, Alanya. Am 27. März wird das gemacht. Da ist auch ein Link, wo ihr euch anmelden könnt oder so. Ich fand das. Der Hammer ist also. Eine 2+1, 57.000 Euro, okay, jetzt kommt der Hammer, 55 Quadratmeter, ja, 55 Quadratmeter, Beispiel, unsere Wohnung hier, 2+1, 115 Quadratmeter, ohne Balkon, ne? Unsere Wohnung von den Kindern, eine 1+1, ne? Das war eine 2+1, eine 1+1, 68 Quadratmeter, wo ich schon mit dem Hinstellen und so mussten wir schon ein bisschen rangieren. Da frage ich mich, wie will man in eine 55 Quadratmeter, der Preis ist der Hammer, stimmt, der Preis ist wirklich der Hammer. Aber Leute, 55 Quadratmeter, das ist ja eigentlich ja fast nichts, oder? Also finde ich, weil die 1+1, wo wir haben, die ist 68 Quadratmeter. Okay, die kostet dann aber auch, wenn man die jetzt verkaufen würde, ein bisschen mehr. Die haben wir auch schon für viel mehr gekauft, aber ist ja egal.
wenn ihr interessiert seid, klickt mal auf den Link, lest euch den ganzen Artikel nochmal richtig durch, weil, aber seid euch wirklich bewusst, man kann da nicht so viel, ich weiß gar nicht, ich habe die Wohnung jetzt nicht gesehen, ich habe den Schnitt nicht gesehen, entweder sind die Schlafzimmer extrem klein, das hat auch bestimmt kein EBBane, das sind, im Elternschlafzimmer sind nochmal extra Bäder meistens drin, ja, in Amerika sagt man Master Bedrooms, da, das für die Eltern, da sind meistens Bäder mit drin. Bei unserer 1 plus 1, 68 Quadratmeter, da hat auch so kein Bad mehr für die ins Elternschlafzimmer gepasst. Ja, die haben nur ein Bad da drin, das ist eine 2 plus 1. Und wenn da wirklich noch so ein Elternschlafzimmer-Bad mit drin ist, ja, ich stelle mir das ein bisschen klein vor, weil in Deutschland unsere Küche war alleine schon 28 Quadratmeter. Okay, hier nicht mit zu vergleichen, ja. Aber die Neubauten, ich denke mal, das ist Neubau, die sind richtig klein und die haben richtig kleine Balkone. Aber vielleicht ist ja wirklich jemand, der Interesse hat. Aber nicht vergessen, ICAMET, das neue Gesetz, wo rauskam, ab $200.000 in einem Nicht-Sperrgebiet. Das dürft ihr nicht vergessen. Und bevor das ein Sperrgebiet wurde, das war ja der 1. Juli, vorletztes Jahr, wer da gekauft hat, ja, weil da hatten wir auch schon wieder sau viele Anfragen. Oh Katja, jetzt haben wir schon die Wohnung 4 Jahre lang und jetzt ist doch Mahmudla ein Sperrgebiet. Nein, da war das noch kein Sperrgebiet. Dann gilt das nicht, wenn das auf dem Tapu steht. Auf jeden Fall fand ich das wirklich den Hammer. Erstens mit der Inflation, was mir wirklich leid tut. Aber was mich wundert, ne? Hier machen andauernd neue Geschäfte auf. Da hatte ich auch einen Artikel gelesen, da stand drin, viele Geschäfte machen zu. Wo ich sage, oh, hier macht Mudler irgendwie nicht, ne? Hier sprießen die aus allen Ecken. Hier machen neue Geschäfte auf, hier machen neue Restaurants auf. Und wo dann aber auch Boom. Ich hatte ja die Kurzvideos rein, die Boom dann richtig, ne? Okay, da sind viele Ausländer meistens drin. Aber die Einheimischen, wir waren ja gestern bei Elsie, bei Kiki, und standen da ja an der Kasse. Und man erkennt das schon. Und ob das jetzt Ausländer, jetzt zum Beispiel Türken von Deutschland oder einheimische Türken. Also bei vielen merkt man das nicht. So wie die einkaufen. Eigentlich egal, was die einkaufen und wo. Ob jetzt, wir sind ja jetzt wieder öfters abends in der Stadt und egal ob English Homes, Madame Coco, Elsie Waikiki, Karaja, okay, die haben jetzt alle Rabatte. Ne? Das will man ausnutzen. Wir waren gestern auch da. So, euch wünsche ich einen schönen Tag. Link tue ich unten rein. Ich glaube, ich tue beide Links rein. Und wir sehen uns morgen. Ich gehe gleich nochmal zum Strand spazieren. Wir haben nämlich jetzt 16 Uhr, 10 nach 4, also kurz nach 16 Uhr. Bis denne, eure Katja. Ciao, ciao.